Please!
Die Nacht liegt wie Blei auf Schloss Dagmoor. Sir Henry liest Financial Times. 12 Mal schlägt gespenstisch die Turmuhr. Der Butler hat Ausgang bis 1. Da schleicht sich im flackernden Lampenschein fast lautlos ein Schatten zur Türe herein und stürzt auf Sir Henry, derselbe lebt ab und nimmt das Geheimnis mit in das Grab. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos zu. Bei Maigret ist schon seit 2 Stunden ein Fahrstuhl andauernd blockiert. Inspektor Dupont ist verschwunden, der Fahrstuhl wird grad repariert. Da öffnet sich lautlos die Tür zum Schacht, es ertönt eine Stimme, die hämisch lacht. Inspektor Dupont traf im Fahrstuhl einen Schuss, der Amtsarzt stellt sachlich fest, Exitus. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos zu.
Die haben auch gehört, die sagen, das ist auch Reis. Und das ist der zweite Reis. Der bringt die Person noch mehr dazu. Was meinst du? In der Dritte von 400. Also mit 1,3. Nein, das sind schon mindestens über 600 halt. Das sind schon. Nein, über 500 habe ich jetzt. Ja. 600. Nein, ich hätte links übereinander. Machen wir einen Kompromiss, sagen wir 650, dann haben wir 5 und 6 auch dabei. Preisverteilung, Pfadfinderinnen 1, dritter Platz Zweitelbirke 169 Punkte, zweiter Platz Kremsadler 174 Punkte und erster Platz Klosterneuburg-Weidel wegen Wiesel 196 Punkte. Pfadfinderinnen 2, dritte Langenlois-Falken 168 Punkte, zweite Zweitelfichte 178 Punkte. Und erste ganz überlegen, Klosterneuburg-Weidling-Hamster 189 Punkte. Disziplinbeste Patrouille wurde Birke aus Zwettl.